Ja, und nach diesem recht kopflastigen Intro geht's weiter mit meiner DVD Horrorsammlung, also meinem Update. Und hier ist ein neuer Part. Fangen wir mal an. Und zwar mit House. Natürlich produziert von Seamus Cunningham, dem Regisseur von Freitag der 13. Mittlerweile gibt es Teil 1 und 2 in der Neuauflage von Splendid in The Cult Cinema Horror Collection oder wie das heißt. Das hier ist die alte, wie man sieht, angestaubte Auflage von Ascot. Finde, ist ein relativ solider Film. Ist jetzt kein Überhit oder so, aber macht auf jeden Fall Spaß. Die DVD ist schon 8 Jahre alt. Meine Fresse, von 2002. Hat ziemliches Alter auf dem Buckel. Meine Güte, ich komme heute gar nicht zum Labern, wie man hier sieht. Da ist noch so ein netter Einleger. Ja, nichts Besonderes mit der Kapitelanwahl. Es gibt nur 8 Kapitel, recht wenig. Der Film ist eigentlich ganz unterhaltsam. Nichts Großartiges, aber immerhin, ja, kann man sich mal geben. House. Ja, dann kommen wir zum nächsten Film, natürlich ein Klassiker. Hat Steams schon mal in einer seiner letzteren DVD-Reviews vorgestellt, und zwar Dead and Buried. Ich hatte mal die, ja, schon lange her die Dragon-Auflage. Ich habe mir dann, ja, diese Neuauflage hier von Cape Light besorgt. Cape Light ist ein relativ gutes Label. Ich muss sagen, der Film ist halt nicht mehr indiziert, hat eine 16er Freigabe, ist eigentlich, ja, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, wie man hier sieht, Wendecover. Ich finde den Film erste Klasse, ist ein richtig, eher ein klassischer Horrorfilm. Also es gibt ein paar vereinzelte Effekte, aber mehr nicht. Der Film lebt eindeutig mehr von seiner Atmosphäre, von der Handlung und den sehr guten Schauspielern. Ja, Robert Englund hat ja auch eine kleine Nebenrolle, muss ich sagen. Die DVD ist auch relativ gut umgesetzt, also das Artwork sieht auch sehr gut aus, erinnert mich an die Blueground DVD. Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Allerdings Extras wie von den amerikanischen DVDs gibt es hier leider keine. Schade drum, aber egal. Die DVD kriegt man relativ billig. Die Blu-ray bin ich eher skeptisch, weil die, naja, das Bild ist auf jeden Fall besser wie von der Dragon. Also kann man nicht meckern. Ja, Dead and Buried, Tot und Begraben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, ja, das ist mehr echt Geschmackssache, aber für Trash-Fans auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Lizard Woman von Atomic Films ist ein Label, was es jetzt auch seit einer Weile nicht mehr gibt, sind pleite gegangen. Ja, das Cover sieht echt geil aus hier mit dem Toki, der aus dem Kopf von dieser Zombie-Frau rauskommt. Allerdings der Film, ja, das ist wirklich C-Trash, also. Toller steht ungeschnittene Version, ist ab 16, ist eigentlich nichts Besonderes. Ja, aber auch im Vertrieb von MC1, ja, beide Labels sind halt pleite gegangen. Ist ein Film, den muss man nicht unbedingt haben. Wenn ich daran denke, dass ich bis vorletzten Jahr sogar einen Toki als Haustier hatte, der ist andauernd abgehauen, der Toki. Aber ich habe ihn gemocht, also absolut. Ja, ist absolut keine Empfehlung, Lizard Woman. Aber wer Fans von asiatischen Filmen ist, auch von asiatischer Horrorkost, der wird mit diesen trivialen Filmen doch seinen Spaß haben. Also ich finde ihn recht skurril, deswegen ist er immer noch eine Sammlung und ja, noch nicht verscherbelt worden. Dann natürlich, Hi, My Name Was Keeper hat letztens ja diesen Film und den ersten, ich glaube den ersten, nee, den zweiten nur vorgestellt, den ersten, ach, ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe Demenz. Egal, in 3 Tagen bist du tot. Der zweite Teil, finde ich finde den noch besser als den ersten Teil. Erster Teil war mehr so ein klassischer Slasher gewesen. Der geht hier schon mehr in der Richtung Backwood-Horrorfilm. Für eine 16er hat er eigentlich einige wirklich recht heftige Effekte zu bieten. Also relativ blutig ausgefallen. Und ich muss sagen, er ist wirklich gut. Die Schauspieler sind gut. Er hat wahnsinnig gute Atmosphäre. Er ist über weite Strecken sehr ruhig gehalten und die DVD hier von Senator kann ich auch nur empfehlen. Bild und Ton sind für so einen recht kleinen Film sehr gut gemacht und als Fortsetzung wirklich, muss ich sagen, finde ich ihn besser als den ersten Teil. Der erste Teil, das war mehr generische Kost, aber der hier ist wirklich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also es gibt auch, ich muss sagen, Österreicher können verdammt gute Filme machen. Also wenn ich an die Filme von Ulrich Seidel denke, die ja schon recht kritisch sind, oder Revanche auch. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, auch Freunden, ja, des Backwood-Horrorfilms. Ein verdammt guter Film, also erste Sahne. Dann, ja, auch ein Remake, ich kenne das Original aber nicht, weil es noch nie hier auf DVD erschien,
Willard mit Crispin Glover, den sollte man kennen aus Zurück in die Zukunft 1 und 2, aus Der Engel für Charlie 1 und 2, Die Legende von Beowulf, Simon Says, Wizard of Gore, das Remake, Alice im Wunderland, letztens von Tim Burton, war sehr gut. Ich finde, Crispin Glover ist ein echt guter Schauspieler, ein sehr charismatischer, ein sehr schrulliger Typ, sehr abgefahrener Typ. Willard hat eine Freigabe ab 12, ist von Glenn Morgan gedreht worden und hat natürlich, James Wong hat mitproduziert. Allerdings, Glenn Morgan hat, anders als James Wong, mit seinen bisherigen Regiearbeiten recht, also kommerzielle Misserfolge feiern müssen. Regelrecht. Dabei, ich finde, seine Filme sind teilweise sogar besser als die von Wong, ausgenommen jetzt Final Destination. Der Film ist ja verdammt gut und finde, FSK ab 12 hatte doch einige härtere Momente zu bieten, auch was den Cast angeht. Ellie Ermey, der Sheriff Hoyt aus Texas Chainsaw Massacre, hat spielt ja auch wieder einen richtig ekligen Kerl, also den Chef von Willard. Die DVD ist erste Klasse, also auch die Extras. Ich kann diesen Film nur empfehlen, er ist wirklich verdammt gut gemacht. Er baut langsam die Story auf sehr kontinuierlich über einen Außenseiter, der mehr eine Beziehung zu Ratten aufbaut, die sie dann kontrolliert. Der Film ist ja damals leider nicht ins Kino gekommen, weil er halt ein Misserfolg war, aber ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Verdammt, wirklich verdammt guter Film. Dann natürlich eine meiner allerersten DVDs, die ich jemals hatte, Sleepy Hollow. Muss ich nicht viel zu sagen. Einer der besten Filme, die Tim Burton jemals gedreht hat. Und Johnny Depp, einfach nur geil. Diese DVD ist ja auch geil. Ich habe den Film damals viermal im Kino gesehen. Und ich muss sagen, damals, die Kinofassung war 12 freigegeben, fand ich verdammt heftig. Also, da hat die FSK, glaube ich, geschlafen oder so. Also, was da in Köpfen rollt, ist es sehr morbide, sehr witzig. Christopher Lee hat in dem Film sozusagen ein Comeback gehabt in einer kleinen Nebenrolle. Und diese DVD ist auch extrem gut. Natürlich von Marva damals rausgekommen, Marva Mediax. Die beiden Labels gibt es ja leider nicht mehr, die waren verdammt gut. Doppel-DVD. Es gibt auch eine Neuauflage von Konstantin Film, allerdings ist die in den Extras ein bisschen abgespeckt. Also ich muss sagen, der Film ist verdammt geil. Der Soundtrack von Danny Elfman, die Make-up-Effekte von Kevin Jagger, das passt wirklich alles. Das ist ein Film wie aus dem Guss, also perfekt. Dann auch ein sehr guter Film, Dreamcatcher, habe ich damals auch im Kino gesehen, nach Stephen King. Der ist auch, muss ich sagen, verdammt gut gelungen. Also die Effekte sind gut, es gibt einige recht härtere Momente. Der Film geht zwar ziemlich lange, also mit 128 Minuten, aber es wird nie langweilig und der Cast ist auch sehr gut. Thomas Jane. Hervorheben will ich natürlich Damien Lewis aus der Band of Brothers. Ja, verdammt gut. Oder Timothy Olyphant aus The Crazies. Also muss ich sagen, wirklich gut. Die Extras waren natürlich gegenüber der Amerikanischen ein bisschen abgespeckt, aber egal. Ich finde den Film erste Sahne. Sehr gut gemacht, ist leider damals an den Kinokassen ziemlich abgesoffen, aber egal. Dreamcatcher kann ich mir öfters mal geben. Wirklich gut gemachter Alien-Schocker. Dann Ruinen, ja, scheinbar nicht jedermanns Sache. Oh, sorry, ich habe gleich einen kleinen Break. Also Ruinen ist die normale Kinofassung, unrated, ist nicht erschienen. Hatte Paramount keinen Bock drauf. Die Höhle, das Design, öde wie immer. Aber der Film ist verdammt gut. Und last but not least, Drag Me to Hell. Das ist der Director's Cut, steht nicht drauf. Extras, ja, so 40 Minuten Produktionstagebuch. Das war's aber Ding. Muss ich sagen, relativ gut gemachter Film. Kann ich nur empfehlen. Ja, und das war's jetzt erstmal. Weiter geht's im nächsten Update. Bis dann, ciao.